Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu CSS. So, wieder mal ein Dreier-Feature. Jetzt machen wir eigentlich nur noch diese Dreier-Features, wirklich ausschließlich fast. Und ja, heute geht es wie versprochen um die Farbverläufe. Farbverläufe sind wahnsinnig cool, könnt ihr mal auf Webseiten gucken. Die sehen eigentlich meistens stylisch aus, wenn man sie dezent anwendet. Also jetzt so Knallfarben, wie wir das hier in dem Video machen, das macht man nur um Vorführeffekte oder sowas, damit man wirklich sehen kann, was da so passiert. Nutzt das Zeug dezent, aber ich zeige euch natürlich, wie es funktioniert. So, zunächst einmal wollen wir einen linearen Farbverlauf machen, die anderen kommen danach. Dazu brauchen wir als erstes mal Background. Und Background gibt man als erstes mal an für die Leute, die einen alten Browser haben, der das nicht unterstützt, zum Beispiel nur grün. Das hat den Zweck, manche Leute, ich habe gelesen, die meisten Menschen benutzen immer noch Internet Explorer, was sehr, sehr viel über die meisten Menschen aussagt. Und ja, die haben eigentlich keinen aktuellen Browser. Das heißt, es kann mal passieren, dass ein paar Features nicht funktionieren. Für die Leute brauchen wir auch irgendwelche Funktionen. Und das wird euch immer wieder beschäftigen, wenn ihr CSS 3 programmiert, denn die meisten alten Browser, die haben das einfach nicht. Deswegen Background Green, setzt einfach mal den Hintergrund auf grün für die Leute, die einfach keinen Farbverlauf mit dem Browser unterstützen. So. Dann haben wir noch die Standard-Syntax für die Leute, die einen aktuellen Browser haben. Mittlerweile werden es werden logischerweise immer mehr. Aber man kann halt nicht davon ausgehen, dass die Leute einen aktuellen Browser haben, genauso wenig wie man davon ausgehen kann, dass sie ein aktuelles Auto fahren. Okay, das wäre erreichbar mit Linear Gradient. Und bei Linear Gradient könnt ihr einfach die zwei Farben angeben, von denen ihr gerne einen Überlauf haben wollt. Also zum Beispiel von grün nach blau. Hinten dran Semikolon nicht vergessen, wie immer. Und wir sehen dann, dass wir hier einen grün-blauen Farbverlauf haben. Der Schatten, den habe ich euch das letzte Mal gezeigt oder das vorletzte Mal oder sowas. Also nicht erschrecken. Oben ist grün, unten ist blau. So, das liegt daran, dass hier grün steht und da blau. Ihr könnt hier natürlich jede Farbe benutzen. Also alles, was wir gemacht haben mit Opacity, RGBA und was weiß ich was. Könnt ihr alles benutzen, sieht geil aus und bringt auch viel, weil man es dann dezent benutzen kann, wirklich. Und ja, jetzt haben wir nur ein Problem, die Leute, die diverse andere Browser benutzen, nämlich Safari von der Version 5.1 bis 6, braucht was anderes. Und zwar können wir eigentlich diese Zeile hier gerade mal ein paar Mal kopieren, wie zum Beispiel 1, 2, 3 Mal brauchen wir es. So, die Leute, die Safari benutzen, das sind meistens die Apple-Leute, die einen alten Apple-Rechner haben, brauchen hier vorne dran ein WebKit. Dann funktioniert das Ganze auch wunderbar. Die Leute, die Opera benutzen, der zu alt ist und nicht aktuell, die brauchen hier ein O vorne dran. Und die Leute, die Firefox benutzen, mit bis zur Version 15, die, was eigentlich schon eine Ewigkeit her ist, glaube ich, aber die brauchen hier vorne dran einen Mods. Okay, und so funktioniert das dann wirklich für alle Browser. Aber Achtung, auch die aktuellen Browser, bei denen kann es sein, dass sie dann eins von diesen hier benutzen. Das macht natürlich nichts, wenn ihr hier viermal dasselbe stehen habt. Sprich, da kommt insgesamt viermal hier grün nach blau raus. Aber wenn ihr jetzt hier oben zum Beispiel rot nach blau eintragt und plötzlich wollt ihr das dann haben, naja, und vergesst halt unten drunter die alten Browser zu aktualisieren, dann liest der Browser hier, der aktuelle, der Chrome hier, liest dann immer noch durch und sieht, oh verdammt, da stimmt irgendwas nicht, denn ich habe hier immer noch einen grün nach blauen Farbverlauf und keinen rot-blauen, so wie ich das eigentlich wollte. Das liegt daran, dass das, was oben steht, wird als erstes gezeichnet und der Rest wird drüber gezeichnet. Sprich, ich zeichne zuerst den rot-blauen Farbverlauf und dann kommen die anderen Farbverläufe hier und werden einfach drüber gezeichnet und der rot-blau verschwindet wieder. Was machen wir also? Wir kopieren das Ganze nach unten und aktualisieren unsere Seite und schon haben wir einen rot-blauen Farbverlauf. Ziemlich cool, aber kann auch sehr zu Verwirrung führen, also immer schön hier dieselben reinpacken. So, und ja, jetzt wollt ihr vielleicht nicht unbedingt den Farbverlauf von oben nach unten haben, sondern ihr wollt einen ganz speziellen Farbverlauf haben. Dann könnt ihr hier einfach angeben, in welche Ecke ihr den gerne hättet. Also gebt ihr hier an To und dann die Ecke, in die es oder die Seite, zu der es hin soll. Zum Beispiel To Right bringt den Farbverlauf dazu, dass er nach rechts läuft. Dann haben wir hier blau und das Ganze läuft nach, hier haben wir rot und das Ganze läuft nach blau aus. Also von rot links nach rechts, da steht to right, also nach rechts und dann blau. Ihr könnt auch direkt eine Ecke angeben, zum Beispiel könnt ihr sagen, ich hätte das Ganze gerne in die untere rechte Ecke, also bottom right, red blue, dann sieht das Ganze so aus. Dann habt ihr in der rechten unteren Ecke die hintere Farbe, also blau, und oben habt ihr dann dieses Rot.
Das Ganze kann man hier auch machen, allerdings müsst ihr aufpassen, bei WebKit gibt man die Startecke an, also da, wo es starten soll. Das heißt, ihr müsst hier die Ecke angeben, wo links oben ist, wenn ihr diesen Farbverlauf haben wollt. Also wollt ihr hier Left Top haben. Und bei den anderen wollt ihr jeweils wieder dieses Bottom Right eingeben, also dass es genau dieselbe Wirkung hat. Das heißt, bei Opera, Mozilla und beim Standard gebt ihr an, wo ihr hin wollt, und beim WebKit gebt ihr an, wo ihr herkommt mit dem Browser, beziehungsweise mit dem Farbverlauf. Ihr müsst euch immer wirklich alles angucken, also am besten habt ihr alle Browser installiert und arbeitet dann auch mit allen, guckt euch das am besten an. Denn ja, selbst die alten Versionen sollte man vielleicht irgendwie mal zum Testen haben, damit es vernünftig aussieht. Und ansonsten reicht es rum an irgendwelche Leute, von denen ihr wisst, dass die wirklich einen alten Browser haben. Ist generell so meine Empfehlung mit CSS oder CSS 3. Denn teilweise macht einem Internet Explorer da auch wirklich einen Strich durch die Rechnung. Genau. So, jetzt wollen wir nicht nur unbedingt die Ecke angeben können, wo wir hinwollen, sondern wir wollen auch einen Winkel angeben können. Da kann man noch viel mehr damit machen, nämlich... Also genauso wie mit RGBA, man ist eingeschränkt, wenn man nur die Standardfarben benutzt, zum Beispiel Rot und Blau. Man kann auch einfach genau den Farbwert im RGB-Spektrum angeben und da hat man einfach viel mehr Auswahl. Und genauso ist es mit Winkeln. Zum Beispiel kann ich hier sagen, ich hätte gerne einen 22-Grad-Winkel. 0 Grad ist von oben nach unten. 22 Grad, wie wir hier sehen, ist so. Also wir fangen bei 0 Grad eben an und gehen bis 360, dann fangen wir wieder von vorne an. Okay. Außerdem können wir nicht nur einen Farbstopp machen, sondern wir können beliebig viele Farbstopps machen. Das heißt, wir haben hier Rot, Blau, Grün, zum Beispiel Schwarz dann noch und dann wieder Grün. Ups, kein Komma beim letzten. Und dann haben wir halt mehrere Farbstopps und so sieht das Ganze dann aus. Ja, sieht ziemlich cool aus aktuell sogar. Allerdings ein bisschen zu bunt, als dass man auch den Text hinten dran lesen könnte. Genau. Was wir jetzt auch noch machen können, ist, wir können... die Form ändern. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt alles hier so gerade haben, sondern wir können auch diese Linien hier gebogen haben. Und das können wir machen, indem wir einen Radial Gradient benutzen. So, dazu mache ich jetzt einfach mal das hier weg. Funktioniert genau gleich. Ihr schreibt einfach wieder Mods oder O oder WebKit vorne dran für die alten Versionen. Und standardmäßig habt ihr einfach hier Radial Gradient überall stehen, also hier dann auch. Aber das brauchen wir alles hier gar nicht. Auch dieses Background Green funktioniert eigentlich meistens. Radial Gradient. Wie gesagt, hier einfach Mods und dann habt ihr schon alles, was ihr braucht für Mozilla. Okay. Radial Gradient braucht natürlich hier keine Gradanzahl. Das ist dann einfach angepasst. Und ja, wir können hier auch wieder so viele Farben angeben, wie wir wollen. Und sieht dann so aus. Wir haben hier ein rundes Etwas. Es ist kein Kreis, Achtung, es ist eine Ellipse, um genau zu sein. Und da kann man dann sogar angeben, wie viel Anteil sollen die Farben haben. Kann man, glaube ich, beim Linear Gradient auch haben. Aber man kann hier zum Beispiel angeben, mein Blau soll sehr, sehr wenig sein. Also zum Beispiel nur 1% soll blau sein. Dann gebe ich hier 1% an. Und zum Beispiel mein Schwarz soll riesig werden mit 50%. Ups, Leerzeichen muss natürlich immer dazwischen. Dann sieht das Ganze so aus. Wir haben viel Schwarz. Und sehr, sehr wenig von dem. Okay, genau. So funktioniert es. Und ja, eine letzte Sache noch. Wir können auch einen kompletten Kreis hiervon haben, indem wir einfach die Shape angeben. Also hier wirklich dann angeben. Ich hätte das Ganze gerne im Kreis, also Circle. Und dann sieht es so aus. Wir haben einen perfekten Kreis dann hier. Sieht ein bisschen komisch aus. Ist ungewohnt, aber es ist wirklich jetzt ein perfekter Kreis. Okay. Ja, so viel zu Farbverläufen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr könnt jetzt eure Webseiten richtig schön stylen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.